Das Ankuppeln muss man tatsächlich versuchen, in einer ganz, ganz festgelegten Reihenfolge zu machen, damit wirklich so Flüchtigkeitsfehler verhindert werden. Diese Reihenfolge möglichst dann auch beibehalten für immer die gleiche Tätigkeit. Das nächste ist mal, dass man überlegen muss, wie kann ich es wirklich sicher machen? Ich muss die Bremse vom Anhänger lösen. Ein ganz, ganz kleines Gefälle sorgt dafür, das Ding bewegt sich. Also ich muss da wirklich ein paar Sicherheitsregeln beachten. Die Keile müssen drunter sein. Die Bremse muss ich wirklich zum Schluss lösen. Und dann gibt es je nach Anhänger vielleicht den einen oder anderen Tipp, dass man mit dem Stützrad sich das Leben ein bisschen leichter machen kann. Und das sind Dinge, die wir hier halt individuell für die Caravan- oder Anhängerleute versuchen weiterzugeben. Was man auch schon mal an Pferdeanhängern oder so sieht, ist, dass sich hier jemand einen Spiegel montiert hat. Mhm. Und dann könnte man vielleicht so durch die Scheibe und den Spiegel wieder den Bereich etwas besser einsehen. Eine weitere Variante. Ich will euch nur ein paar Vorschläge machen. Man stellt das Gespann einmal so hin, dass es deckungsgleich ist und würde sich jetzt vielleicht optisch über die Scheibe und gegebenenfalls irgendwelchen Markierungen, oder man kann sich auch gerne noch selber Markierungen machen, so ungefähr das Bild herstellen, wenn die Markierung in der Scheibe deckungsgleich ist mit der, dann bin ich zumindest schon mal grob in der Richtung unterwegs. Und jetzt peilen. Weiter, weiter. Weiter, 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 stopp! Alles gut. Wir wollen natürlich auch so kleine Bagatellschäden, die immer wieder in diesem Zusammenhang passieren können, vermeiden und eben darauf hinweisen. Wenn man dann hin und wieder sieht, dass so die ein oder andere Beule im Heck des Autos auftaucht, das ist nicht selten der Anhänger, der dann da reingerollt ist oder der beim Abkuppeln sich plötzlich entspannt hat. Und genau dann passieren kleine Schäden, die eigentlich völlig überflüssig sind. Vielleicht noch ein Tipp zu diesem Rad. Das steht jetzt zur Fahrtrichtung betrachtet quer. Das kann Hilfen bringen. Warum? Man kann so die Deichsel noch verhältnismäßig leicht rechts und links jetzt verschieben, ohne, das ist das Wichtige, die Bremse loslassen oder lösen zu müssen. Was würdet ihr als nächstes machen? Runterkurbeln. Okay. Und was wir immer wieder hören und auch selber erleben, ist, dass gerade die Routiniers, die für diese Tätigkeit kaum noch Zeit benötigen, aber irgendwann tatsächlich schludrig werden und Kleinigkeiten vergessen. Und genau dann passieren kleine Schäden, die eigentlich völlig überflüssig sind. So, jetzt kommt gleich ein ganz wichtiger Moment. So, ihr seht schon, vorne das Bugrad ist eigentlich entlastet. Vermeintlich ist der Anhänger jetzt angekuppelt, aber das ist genau das, was ich eben auch meinte, das wird nicht lange halten, weil der ist noch nicht wirklich eingerastet. Also ein ganz klares Geräusch sollte unbedingt zu hören sein. Da habt ihr es gehört und jetzt liegt hier dieser Hebel auch waagerecht, ist also richtig offensichtlich eingerastet. Das Abreißseil ist ein kleines Draht- oder Stahlseil, was, wie der Name schon sagt, auch wirklich im Katastrophenfall reißen soll. Nämlich dann, wenn der Anhänger sich vom Kugelkopf löst. Und dieses Abreißseil reißt dann die Bremse des Anhängers fest, damit er eben nicht noch unendlich frei durch die Gegend rollt, sondern die Räder werden über dieses Abreißseil jetzt einmal, ja, praktisch wie so eine Handbremse festgestellt und der Anhänger kann dann auch irgendwann mal zum Stehen kommen. Das Abreißseil ist wirklich ganz oft stiefmütterlich behandelt. Wir sehen das daran, dass es abgewetzt ist, dass es durchgescheuert ist, dass es provisorisch umwickelt ist mit Klebeband. All das ist überhaupt nicht zu empfehlen, weil das ist ja eine wirklich so der letzte Rettungsanker. Und da muss man einmal auf die Länge schauen, dass es nicht am Boden schleifen kann. Es darf aber auch nicht zu kurz sein, dann reißt es nämlich ab, wenn das Fahrzeug eine ganz enge Kurve fahren würde. Und man muss es eben so installieren, dass es auch nicht selber durch Vibrationen oder Unebenheiten vom Haken abspringen kann, weil dann kann es ja auch wieder nicht arbeiten.